Hallo, heute spielen wir Slender, The Arrival. Mit dem Hand of Blood neben mir. So wie früher, ihr kennt es vielleicht noch aus diversen Videos. Hier ein kurzer Ausschnitt. Guck mal her. Und da sind wir wieder. Weiter. Bin schon drin. Looking good. Also ist ein Klassiker, kann man ja mal so abkürzen. Das vielleicht. Ganze Thema ist ein Klassiker. Ja. So, please contact Kate. Kannst du mal anrufen? Na, die Kate ist aber auch hinten gerade gewesen. Kannst du mal auf den Lautsprecher machen. Die von Ihnen gewählte Nummer ist nicht vergeben. So, dann gehen wir mal in den Wald. Ja, also tagsüber. Bei Tag? Ja, alles super. Alles entspannt. Ist wichtig, was so Licht ausmacht. Gönn. Da! Ja! Oh Gott! Wohnt hier jemand, China, den man kennen muss? Oder? Ist die chinesische? Nein. Zu klein, Digga. Na! Ja, du hast sie gar nicht erschrocken, oder? Sei mal ehrlich. Doch. Achso. Die Sonne geht unter. De Bruyne kommt hoch. Kennst du? Wusstest du, dass Kevin De Bruyne bei einem Song von Drake mitgeschrieben hat? Da flackert wirklich? Was. Da flackert was. Jetzt wirklich? Ja, wirklich. Einsammeln. Charlie Masterson. Lesen. Wenn Sie dieses Kind gesehen haben sollten, rufen Sie uns an. Ich sollte wachsam bleiben. Hallo, es geht los. Lass mal das Haus untersuchen, oder? Auf jeden, Digga. Kam irgendwie, was unser Auftrag ist, wer wir sind? Nee. Da blubbert. Tür ist auf. Nee. Oh ja, doch. Ja, aber jetzt habe ich schon keine Lust. Jetzt habe ich. Ja. Da bist du hier mal lustig, ne? Aber jetzt. Ja, und das ging. Ich finde es krass, wie. Das ist wirklich krass, ich finde es krass, wie es jetzt Nacht wurde. Ja, auf einmal. Ich kann mich an kein Horror-Game erinnern. Wo es auf einmal. So, jetzt hier links. So, mit F war Taschenlampe. Mit F. Ja, die geht nicht. Und drück mal Escape, da steht, was wir machen sollen. Derzeitiges Ziel, Suche nach Hinweisen zu Kates Verschwinden. Wisst ihr rein? Guckst nach, ob da Kate ist. Kate! Ja, dann runter. 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 So, was haben wir hier? Ein Zettel. Oh. Das ist die eine Sache, die ich an Horror-Games richtig scheiße finde. Dass das nicht auch immer jemand vorlesen kann. Nee, ich finde, na, manchmal ist es ja so, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es irgendwie faul. Kate hat die Hütte verkauft und dieser Brief war von Cristiano Ronaldo, der war früher gut befreundet mit Kate. Ich fasse es jetzt mal zusammen, ja, Warum man die Scheiße nicht reinschreibt. Ja. Cristiano Ronaldo war befreundet mit Kate, die haben hier früher gelebt, Scheiße draußen getrieben und Kate hat die Hütte verkauft. Hat er eine Bon? Eine Taschenlampe! Kannst du Klavier spielen? Real life? Nee, in-game. Du konntest irgendwie den Lichtstrahl fokussieren, oder? Zero new messages. One old message. Hey Kate, it's CR again. I hope everything's okay. CR again? Ist der Cristiano? It'll be good when Lauren gets there to help you sell the house. Take a little load off your mind. Give me a call when you get the chance and we can talk. Take care. Press 1 to delete. Ja, to return to the main menu. So, hier war sonst nichts mehr, ne? Auf. Oh. So, jetzt machst du mal die Wäsche. Du Arschloch, mach die Wäsche. Oh. Mach mal das Radio an. Erstmal machen wir. Ah, der zweite Hinweis. Take me out to the ball game. Sung by Edward Meeker, Edison Records. Oh, aber wir haben jetzt eine Taschenlampe, ich könnte mal mit der Taschenlampe nach oben gehen. auf Lock. Aber jetzt sehen wir mal, was hier so ist. Jo, das haben wir vorher alles gar nicht gesehen wegen der Nacht. So, ab ins Badezimmer. Hier ist einfach noch ein Zimmer. Oh, ich habe Schlüssel aufgenommen. Ah, verwende IT Sexty File? Oh, was ist jetzt los? So, ist wie krasser, ne? Eigentlich vom Look her. Och, du. Nee, du. Och, nee, du. Hä? Der hat alles da. Oh, I stop can it now. Can you see it? Hallo? Can you see it? Hier. Der, ne? Eiffelturm. Der Eiffelsechs. Da müssen wir hin. Alter, wie krass du das kombiniert hast. Dann hin da, oder? Lass da hin. Safe. Safe beim Turm. Ja, ja. Safe. Es ist safe beim Turm. Nee, wir sind safe beim Turm. Guck, da war links an der Wand. Da. Er ist er nicht. Darf nicht zum Turm. Ja. Ich würde jetzt aber straight rausrennen. Scheiß auf alles. In solchen Momenten singe ich immer. Ja, gut. Ja, aber ich habe ja dich. Also zu zweit fühle ich mich sicherer irgendwie. Das alleine ist sowas so schlimm. Ey, aber grafisch macht das einen großen Unterschied, das Game. Also generell, wenn Horrorspiele grafisch gut aussehen, ist schon geil. Das ist für mich auch ein Wert oder ein Grund, das dann zu spielen. Und noch wichtiger ist Sound, finde ich. Der Sound ist heftig. Also klar. Wir suchen Kate und wir suchen Zettel. Da hinten. Da hat was geblonkt. Geblonkt.
Jetzt ist da Licht angegangen. Ich frag mich, wie das hier in dem Game funktioniert mit dem Slenderman. Ich mich nicht, eigentlich. Weil das war... Ja, das ist er wieder, ne? Ja. Ja. Also jetzt wird's halt unlustig, ne? Oh, was ist das für eine Buchfühle? Ja, das ist immer, wenn er irgendwie recht nah ist, glaube ich. So war es früher. Da oben ist er. Ist wer drin? Oma, mach die sexy Sportclips aus! Gehen wir wieder raus, wir sagen Slenderman Hallo. Ja, ja. Gehen im Bett. Das hast du auch gesehen, oder? Ja, ja. In der Mitte war was Rotes, links stand einer mit einer Jeansjacke und rechts? Der eine hat einen roten Pulli auf jeden Fall angehabt. Das hat man sofort gesehen. Da ist er wieder. Also ich muss sagen, dass er so mega offensichtlich auf dem Berg steht, finde ich nicht so scary. Nee. Ich fände es creepiger, würde er so weit entfernt zwischen Bäumen stehen oder da so. Da so irgendwie. So ja, ja, genau. Oder? Oakside Park und nicht ein Park. Guck mal, hier geht's rein links, oder? Ja, guck mal. Aber ich muss sagen, dieser Zombie eben, der hat irgendwie nicht gepasst zum Rest des Spiels. Das ist echt ganz schön eklig mit diesem engen Sichtfeld und so. Ja, ja, vor allem wenn ich so noch mache, ne? Oh, Digga, oh, das, oh, ja oh, oh. Das sind die Raben. Find me later. Nee, Laurent. Laurent. Ja? Er kam, um mich zu holen, warum habe ich nicht gehört? Er hatte recht, als er sagte, dass passiert diesen würde. Hilf mir, brauchen wir es. Cristiano Ronaldo. Ah, jetzt geht's los. Jetzt ist man wahrscheinlich innen drin und es geht los und wie früher. Eher so kurz und knackig, matchorientiert, sag ich mal. Ja? Er gegen uns. Ach du Scheiße, ja, das ist Slenderman. Das gefällt mir schon viel besser. Oh, das gefällt mir gar nicht. Das ist typisch Slenderman. Und dann steht er irgendwo zwischen den Bäumen. Ich sag dir, und dann isst er dich. Was ist das hier für eine Hütte? Oh, ah, Gott! Oh, oh, oh. Ja, hier draußen heilt's, merkst du, ne? Ich bin ja so geschult in meine Ohren wegen Tarkov, ne? Und das, also... Die Stats hier von den Gegnern. Ich höre hier so viel. Wir müssen Speedrun jetzt reicht. Ja, ja. Also... Gönn. Gönn. Push, Echo. Push, Echo B. Zack. Ja. Geil, es ist so wie früher. Jetzt wird er langsam aktiv. Nein, du musst weg. Ich kann nicht! Ah! Okay, alles gut, war nur ein Film. Nochmal versuchen? Ja, also sobald du den ersten Zettel nimmst, geht's los quasi. Und jedes Mal, wenn man einen weiteren Zettel einsammelt, ist der Slenderman mehr auf Zack. Da muss man mehr strikter spielen, noch mehr durchhasseln, wenig umgucken. Also ich sammle ein und ab dann wird nur noch gesprintet. Jetzt, Flucht nach vorn. Oh, wir sind hier wieder. Let's go. Let's fucking go. Sprinten. Ja, noch ist nicht, ne? Du musst jetzt erstmal Zettel. Ja, ja. War das denn noch eine andere? Ah, du bist... Hey, ist das andere Map? Hat sich geändert, ja. Hey, das hat sich legit geändert, oder? Ich glaube, ja. Ah ne, warte mal, wir sind doch hier runter, oder? Dann müsste hier links gleich die Hütte sein, oder? Na, okay. Ne, ist anders. Das ist wirklich anders. Dass das jetzt eine andere Map ist, finde ich crazy. Damit habe ich nicht gerechnet. Weil vielleicht sind wir auch übel dumm. Ja, wahrscheinlich sind wir aber dumm gelaufen. Ah, hier. Das ist die Hütte. Ja. Ja, das ist so wahrscheinlich so ein elementarer Bestandteil, der immer da ist. Da ist ein Zettel. So. Also nehmen. Rausrennen. Ja. So, jetzt müssen wir irgendwie dem Wegen, glaube ich, folgen. War er? Weiß ich nicht. Ich bin übrigens auf Adrenaline, Alter. Schön im Weg folgen zum nächsten Objekt. Da ist ein Zettel wieder. An den Objekten sind Zettel. Jetzt vielleicht da hinten zum Turm. Am Turm ist bestimmt auch einer. Dreh dich mal um, vielleicht ist er ja da. Ja, alles cool. Ist doch geil. Ein Reh im Kornfeld. Ja, das ist immer fein. Ein Reh im Kornfeld. Das ist ein Zettel dabei. Dahin war ein Gebäude. Könntest du hin? Oh,
Oh, da wackelt's auch. Da wackelt's. Oh, die Mucke. So, Seite 3. Du bist gut dabei, Kalle. Komm, push dich. Push dich. Wie komme ich hier rüber? Wie komme ich nicht rüber? Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Es wackelt! Es wackelt! Wer ist nackig? Es wackelt! Achso. Ja. Er kommt. Ja, da steht irgendwo, darfst du nicht hingucken in die Richtung. Entspann dich. Wie komme ich über den Zaun? Ja, ich kann nicht klettern. Nicht don't panic. Don't panic and run. Okay. Ah, oh, ich kann nicht mehr sprinten. Sprinte, bitte. Mach die da. Da ist er. Abfahrt. Lauf. Oh. Lauf. Scheiße, jetzt Bro. Rechts vielleicht. Ja. Oh. Wieder zurück. Nee, das hatten wir doch schon. Da war. Sprinten-Taste funktioniert nicht. Nach links. Oh. Oh Mann, ich kann nicht in das Kornfeld. Da ist er genau vor dir, dreh um. Oh. Digga, siehst du nicht durch das Korn? Nein. So, wir müssen hier raus. In den Wald. Vielleicht links. Ja, da lang. Okay, alles cool. Wir haben hier noch Abstand. Alles cool. Komm, nimm die Maus in den Hund. In die Hand. Nimm den Hund. Wo ist er? Ich weiß nicht. Irgendwo da. Guck dich hin. Das ist wie mit den Störgeräuschen hier. Magnetische Felder, überall. Ja, jetzt sind wir bei dem Auto wieder. Aber jetzt können wir mal hier lang. Guck mal. Jo, da ist doch selbst ein Zettel dran. Jo, da ist ein Zettel dran, auf der Rückseite. Und dann geh weiter in die Richtung vielleicht. Zack, weiter. 4 von 8. Oh, nee. Gut dabei, erste Runde 4 von 8. Ach, der scheiß Wald, Junge. Rote Fahne. Luis, nimm Luis. Hamilton. Oh, inshallah. Ich glaub, da war er. Ich hab nichts gesehen, aber es hat gewackelt. Der ist im Feld. Der ist so ein Feldknecht. Ich dass wir da hingehen. Oh, nee. Nach da. Es gibt noch 4 andere Zettel. Aber wir haben schon vier. Entspann dich mal. Bin ich entspannt. Okay, hier ist super entspannt gerade. Ja, vielleicht mehr auf den Wegen bleiben. Da hatten wir einen Zettel dran, oder? Ja. Alter, Mondschein. Vielleicht einfach wieder erstmal zurück. Zum Gebäude, you know. Ja. Und dann, guck mal, alles entspannt. Und dann vielleicht auf der anderen Seite vom Gebäude irgendwie, oder... Dass da verschiedene Wege von abgehen. Weißt du, wie ich meine? Ja, verstehe. Hier sind wir lang gegangen, oder? Sind wir da lang gegangen? Ja! Oh, hier ist safe irgendwo. Da drin ist safe. Ja, 100%. Z, komm, push Eco. Vielen Dank. Ja, ich blende die Bombe, Diggi. Hier ist safe. Hier muss ein Zettel sein. Oh mein Gott! Oh, scheiße, Bruder! Oh mein Gott! Ja, hier muss doch einer sein, oder? Ja, safe. Ah, hier war er eben, der Pro. Innen drin? Ja. Der beamt sich die ganze Zeit weg, all good. Ist gar kein Problem. Junge, ich hab richtig Muskelkater, ey. Da ist er! Ah, und raus. Vielleicht, guck mal, wir sind auf der anderen Seite vom Zaun, kann das? Ja, weiß ich nicht. Lagerfeuer. Safe auch was. Was machen wir, wenn wir alle haben? Dann haben wir gewonnen. Oh, da war er rechts. Ja, geh mal da rein. War er da? Ja, geh mal rein. Ah, ich will nochmal beim Zelt gucken gleich eigentlich. Was willst du gucken? Bei dem Zelt! Hier ist ein Boot. Ey, das ist ein Bengalo. Nimm mal in die Hand. Ich nicht. Was heavy random ist das denn? Da war ein Zettel, nimm ihn mit. Digga, das ist ein Boot mitten im Wald und Bengalos drin. Ja, und ein Zettel dran. Ach, hier waren wir schon. Safe call? Ja, das ist... Ist das wieder das große Gebäude? Da haben wir den ersten Zettel her. Alter, wir haben 6, nur noch 2. Da ist einer. Wir haben 7. Voila! Boah! Da links! Der stand genau rechts! Okay, vielleicht links rum? Wenn du dich jetzt umdrehst, glaube ich, instant tot. Instant vorbei. Hey, yeah! Ich kann nicht mehr. Junge, ich bin so am Sweaten, Alter. Ja, alles ist doch geil, Richtig gut. Ja. Ich glaube, du solltest nicht so sehr abseits der Wege gehen. Hier nochmal lang? Das ist abseits der Wege. Gut. Safe beim Zelt. Beim Zelt, ne? Safe beim Zelt. Wie kommen wir da wieder hin? Ich glaube links. Ja! Ja, Rack!
Ja, Rack. Also hier ist die Mühle, ne? Ja, Rack. Also theoretisch musst du genau in die andere Richtung. Ja, ja. Achso, das Zelt. Ja, kannst du ihn aus? So, dann muss ich hier lang, glaube ich, ne? Ich schwöre es, mein Aber Zelt. Haben wir hier einen Zettel mitgenommen? Ja, 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 haben wir. Haben wir, schwitzt du? Nee, aber nicht. Ah! Tamara! Digga! Tamara! Sahara! Hatten wir hier kein Set? Doch! Wir hatten hier ein Set. Bin mir so. Ich bin so froh, dass ich nicht lenken muss. Lenken vor allem, Alter. Wenn wir auch mal. Gehen wir nochmal zum Zelt. Das ist ein guter Versuch, finde ich. Nee, der will das am nicht. Zelt, der war gerade bei. Zelt. Die Tür kommt, der Zug fährt durch. Am Zelt hing ein Zettel, ich habe ihn gesehen. Ja, ich hab ihn geh mal rum. Ja, ja. Oh, am Zelt Alter. Ist ein Zettel, ich habe ihn, glaube ich, gesehen. Du? Ich glaube ja. Sprinten! Drück rein! Also, wenn du aufs Zelt zugehst, hängt es im oberen Giebel. Ja, ja, ich sehe. Da, siehst du den Zettel? Den, ja. Ich glaube, come ne? on, ja, ja. Ey, wie blind sind wir? Das ist der letzte Zettel. Scheiß drauf, scheiß drauf. Abi, okay, und jetzt? Ist alles in Ordnung. Nein, nein, er stand da gerade hinterm Zelt, hast du ihn nicht gesehen? Ja, doch, doch. Hä? Niemals! Ey, nee! Weiter, geht weiter! Was passiert jetzt? Ah! Ich dachte, ich hab verloren. Warte, konzentrier dich! Ah! Ja, jetzt aber hier! Ich komm nicht rüber. Ey, wir haben den Empfang. Aber was mit Kate? Das würde mich auch interessieren. Was mit Cristiano? Und mit Laurent. Next Chapter. Digga, ist es jetzt so Map 2? Es ist Tag. Machen wir kurz Escape. Suche die Gegend ab. Kalle, du hast das First Try zumindest einen gewissen Abschnitt des Spiels geschafft. Ich beglückwünsche Sie, Bundesverdienstkreuz. Wenn ihr Chapter 2 oder was immer das hier ist noch sehen wollt, tackert mal rein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Schaut beim Henno vorbei. Ist ein aufstrebender YouTuber. Danke.